Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um den Shen Fanö und die Codierung mit seinem System. Jetzt ist es hier nur das Erklärvideo. Wenn ihr ein Beispielvideo dazu haben wollt, schaut in die Infobox. Da ist das Ganze nochmal verständlicher, weil es ist jetzt hier theoretisch alles nur. Und dann natürlich auch das Gegenstück, den Huffman-Code. Und auch zum Huffman-Code gibt es auch ein Beispiel. Alles in der Infobox verlinkt. Ja, erstmal zu Beginn. Was ist denn überhaupt das Ziel des Shannon Fanö Codes? Es gibt ja zwei unterschiedliche Arten. Entweder die Codewörter sind alle gleich lang, zum Beispiel wie beim ASCII-Code, dass alle wirklich jedes Codewort, egal wie häufig man es schicken würde, das Symbol, das Zeichen, hat die gleiche Länge. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das zu optimieren. Da ist das Shannon Fanö ein Verfahren. Da wird nämlich, je nachdem, man will halt, das Ziel ist es, einen möglichst kurzen Code zu haben, auch wenn der Code am absoluten Minimum angelangt ist, nennt man das auch optimale Codes. Also das Ziel ist es, einen möglichst kurzen Code zu erlangen. Und das Optimum wäre, wenn man dann einen optimalen Code erhält, dass alle Codewörter, je nachdem wie häufig sie auftreten, die richtige Länge erhalten, um den möglichst kurz zu erhalten beim Verschicken. Optimalen Code ist ja ein Stichwort. Wenn wir einen optimalen Code haben wollen, sagt man grob, Symbole, die häufig auftreten beim Verschicken, zum Beispiel wenn man jetzt Buchstaben aus dem Alphabet schickt, wären das die Vokale, die kommen am häufigsten vor, sollten die natürlich möglichst kurz sein, also ein kurzes Codewort erhalten. Codewort kürze ich mit CW ab, nicht wundern. Und wenn man seltene Symbole, wie zum Beispiel ein Y verschicken will, dann sollte das natürlich nicht so kurz sein, sondern das kriegt dann ein langes Codewort. Wichtig ist bei diesen Aufgaben immer, dass man sich auch die Randbedingungen der Aufgabenstellung anguckt. Die sind nämlich häufig mit sehr vielen Extras und dann, weil diese Verfahren lassen sehr viel Spielraum aus, wie man es macht. Aber durch diese Randbedingungen wird es sehr klar, gibt es meistens nur eine Lösung. Und wenn ihr dann eine Sache schon verdreht, kriegt ihr einen ganz anderen optimalen Code raus, der zwar auch richtig ist, aber laut Aufgabenstellung dann nicht, und dann gibt es Punktabzug und das wäre schlecht. So, jetzt kommen wir aber eigentlich zur Vorgehensweise des Shannon Fanö Codes. Da gibt es vier Schritte, kann man auch als Kochrezept betrachten. Also wir haben einen Zeichenvorrat, das wären alle Mengen oder alle, zum Beispiel wenn man ein Alphabet verschicken wollen, alle Buchstaben. Und je nachdem, wir wissen, wie häufig die auftreten, weil wir vorher zum Beispiel einen Satz verschicken wollen, dann würden wir die Zeichen alle durchzählen und können dann die Wahrscheinlichkeiten bestimmen. Das heißt, wir tun den Zeichenvorrat nach seiner aufsteigenden Wahrscheinlichkeit sortieren. Das heißt, das Zeichen mit der geringsten Wahrscheinlichkeit nach ganz links und dann bis rechts aufsortieren, bis rechts das mit der höchsten Wahrscheinlichkeit steht. Und das am besten nebeneinander, sodass man das schön teilen kann. Dann wird nämlich immer, wenn die Wahrscheinlichkeiten möglichst dicht an dieses Verhältnis 50 zu 50 kommen, werden die Mengen geteilt in Untermengen und dann versieht man jeweils die Mengen immer kontrahent. Das heißt, die erste Menge, die 50% erhält, kriegt zum Beispiel eine 0, die zweite eine 1. Das kann auch, das ist zum Beispiel auch Aufgabenstellung gegeben, was links, was rechts stehen soll oder was erhalten soll. Da müsst ihr dann drauf achten. Und das wird dann so lange fortgefahren, immer wieder bei 50-50 geteilt, die Untermengen, bis wir keine Elemente sozusagen mehr haben, bis wir nicht mehr teilen können. Und deswegen ist das der Schritt 4, dass man das Ganze rekursiv fortfährt. Ja, das war sozusagen die Vorgehensweise und die grobe Erklärung zum Shannon Fanö Code. Wichtig ist jetzt das Beispiel, um das zu verstehen, weil das ist jetzt ein bisschen trocken. Dieses Rezept sollte man vielleicht auf die Formel sammeln oder kennst du irgendwann noch auswendig haben. Ja, und dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.